Herzlich willkommen. Heute geht es um Sachen, die folgen. Und zwar, wenn wir etwas erzählen, müssen wir irgendwann mal sagen, was folgt. Und deswegen bräuchten wir solche Wörter wie dopo, nach, dopo ce, nachdem, dopo acea, danach. Die Frage ist, wie können wir die richtig einsetzen? Denn die scheinen fast gleich zu sein, sind aber nicht. Und wir beginnen mit dem ersten Beispiel, dupa. Dupa ist eine Präposition, auch im Rumänischen, und das heißt dupa, Dusch, als Beispiel. Also nach dem Duschen. Da im Rumänischen eine Präposition ist, bekommt das folgende Substantiv keinen Artikel. Das heißt, ich kann hier alles anreihen ohne Artikel. Im Deutschen dagegen verlangt die Präposition nach, in diesem Fall zeitlich, ja, das ist eine zeitliche Bestimmung, verlangt Dativ. Deswegen sagen wir nach dem Duschen. Ich habe hier die Farbe Rot für die Präposition benutzt und hier, wir erinnern uns an das Farbensystem, dem ist grün, weil wir sagen das Duschen. Duschen ist Neutrum. Hier nochmal zur Erinnerung, Feminin im Rot, Maskulinum im Blau, Grün Neutrum und Schwarz fürs Plural. Also nochmal zur Wiederholung, im Rumänischen brauchen wir hier keinen Artikel, im Deutschen dagegen schon. Und zwar, wir müssen die Wörter, die nach der Präposition nachkommen, mit Dativ deklinieren. Ja? Und wir haben dann Beispiele hier. Der Spaziergang, also blau, nach dem Spaziergang. Nach dem Essen, grün, das bedeutet Neutrum, das Essen. Nach dem Essen. Dupa mâncare, dupa plimbare. Jetzt, nach der Visite, die Visite, also dupa visita doctorului. Und jetzt fürs Plural, nach den Prüfungen. Nach den Prüfungen. Dupa examene. Also im Deutschen müssen wir aufpassen, denn die Präposition nach in diesem Fall verlangt Akkusativ. Und deswegen müssen wir diese Deklinationsfälle halt lernen. Wir machen jetzt weiter mit dem dupa ce. Dupa ce plus Verb. Das als Beispiel, după ce s-a trezit, face un duș. Das heißt, nach der după ce brauchen wir ein Verb. Im Deutschen, nach dem folgt aber ein Subjekt und dann erst das Verb. Nachdem er aufgewacht ist, duscht er sich. Nachdem er aufgewacht ist, duscht er sich. Also zum Unterscheiden, im Rumänischen folgt das Verb anschließend, im Deutschen folgt das Subjekt, beziehungsweise kann durch ein Personalpronomen oder durch einen Eigennamen, wie auch immer, geäußert werden und anschließend das Verb. Hier steht das Verb im Perfekt. Aufgewacht ist, Perfekt mit sein. Es gibt aber Fälle, wo das Personalpronomen oder der Eigennamen nicht ausgelassen wird im Rumänischen. Also zum Beispiel Jel, Ja oder Eigennamen, Diana, Dana, Marin, wie auch immer. Und dann folgt auch, genauso wie im Deutschen, also dupa ce, steht hier mein Subjekt, Jel, Ja oder andere Namen, s-a trezit, face un duș. Das heißt, ich kann jetzt sagen, dupa ce el s-a trezit, face un duș. Dann haben wir die gleiche Struktur wie im Deutschen. Im Rumänischen kann ich aber auf diesen Pronomen oder auf diese Eigennamen verzichten, wenn sie mir aus dem Kontext bekannt sind. Im letzten Teil beschäftigen wir uns mit dupa acea. Dupa aceea folgt ein Verb.
După aceea mergem la film. Danach gehen wir ins Kino. După aceea mergem la film. Ich kann auf das Personalpronomen im Rumänischen verzichten, denn durch die Konjugation wissen wir, dass hier neu, also dass die erste Person Plural gemeint ist. Im Deutschen dagegen funktioniert das nicht und ist mein Subjekt dann obligatorisch. Im Rumänischen nicht. Ich kann hier schreiben, după aceea mergem noi la film oder după aceea mergem la film. Das heißt, dieser neu ist optional. Im Deutschen dagegen ist unser Subjekt obligatorisch. So, und jetzt muss ich auf Deutsch schreiben. Danach gehen wir ins Kino. Also zum Wiederholen steht hier, danach gehen wir ins Kino. Es folgt mein Verb und anschließend das Subjekt, die Reihenfolge. Wir erinnern uns, in einem Satz, in einer Aussage steht das Verb immer an der zweiten Position. Hier das Gleiche. Also, und das Verb steht an der zweiten Stelle und das Subjekt kann dann nur vor dem Verb oder nach dem Verb stehen. Da die Position 1 belegt ist, steht mein Subjekt an der dritten Stelle. So. Ich hoffe, wir konnten diese Rätsel lösen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. La revedere.